So herrlich fluchen konnte nur sie. Spiri la sola, Großmutter. Elise kommt aus einem Land, da ist Krieg. Und sie ist auf der Flucht. Sie hat sich, weil dort Gefecht war, hat sie sich die wichtigsten Sachen mitgenommen. Sie hat sich einen Rucksack mit ein paar Klamotten und ihr Lieblingsding, ein Akkordeon, mitgenommen. Und so kommt sie über die Grenze an diesen Grenzbahnhof. Und dort wird sie gefragt, haben Sie einen Ausweis, haben Sie Geld, haben Sie eine Fahrkarte, haben Sie eine Wohnung? All das hat sie nicht. Und so ist sie ja niemand. Und all das fehlt ihr zum Jemand. Ständig von Flüchtlingen aus dem Irak, aus Afghanistan, Afrikaner, die über das Mittelmeer wollen. Jährlich sterben 40.000 Leute auf dem Weg von Afrika rüber nach Europa. Und dort werden sie nicht aufgenommen, wenn sie es denn schaffen, die es gerade mal überleben. Das ist grausam und menschenunwürdig, also insofern sehr tagespolitisch. Ich hatte doch ausdrücklich gesagt, Sie dürfen hier nicht nächtigen. Ja, und das gilt selbstverständlich nicht nur auf, sondern auch unter der Bank. Ah, passen Sie auf. Paragraph 4, Abschnitt 7. Die Reisenden haben den allgemeinen Vorschriften zur Aufrechterhaltung von Ruhe, Sicherheit und Ordnung innerhalb des Bahngebietes nachzukommen und den allgemeinen dienstlichen Anweisungen der in Uniform befindlichen Bahnbeamten Folge zu leisten. Es ist ein Selbstfindungsstück, da findet sich dieser Bahnhofsbeamte, der findet sich neu, der ist eigentlich ein Kerl, der sich nach Vorschriften richtet und so seine Welt gefunden hat und plötzlich merkt er, das passt alles nicht zusammen, das geht so nicht. Wenn man nach Vorschriften handelt, dann muss man diesen Mensch fast in sein Unglück schmeißen, in seinen Tod, in sein Verderben. Und im Laufe dieses Stückes bemerkt er, das geht nicht. Niemand darf auf dem Bahnhof nächtigen. Und ohne Ausweis sind Sie ein... Niemand darf auf dem Bahnhof nächtigen. Niemand? Niemand darf nächtigen. Niemand darf nächtigen. Niemand darf nächtigen. Nein, hören Sie, das ist ja nur ein Wortspiel, eine Haarspalterei. Damit komme ich bei dem Telefon komme ich damit doch nicht durch. Sie sind ja nicht niemand. Bahnhofsvorsteher, sondern niemand. Ja, niemand, hören Sie, niemand, das ist ja... Sehen Sie, hier ist niemand. Niemand. Und hier ist auch niemand. Das ist alles niemand. Niemand. Ja. Passen Sie auf. Bahnhofsvorsteher? Niemand. Nein. Bahnhofsvorsteher? Niemand! In dem Stück geht es viel um Sprache. Sie kommt in dieses neue Land zu diesem Bahnhofsvorsteher und der versteht ihre Sprache nicht. Und was bedeutet das, wenn man nicht verstanden wird? Die einfachsten kleinen Dinge versteht er nicht. Und so ist diese Kommunikation wahnsinnig schwierig. Also ich glaube, auch das bedeutet Heimat. Aber sie findet hier ein neues Stück Heimat, weil sie lernen im Laufe des Stückes auch ihre Sprache gegenseitig. Das bedeutet die Gänse. Stellwerksliebe.
verschiedenen Ebenen sehen. Man kann einfach die Geschichte zwischen diesen beiden Personen sehen und sehen, oh Gott, da ist jemand, dem geht's schlecht, und jemand anderes, der hat da keine Regel dafür, wie man mit so jemandem umgeht, der ist kommunikationsunfähig und sie finden nach und nach zueinander. Ich glaube, das ist etwas, was ganz kleine persönliche Beziehungen ausmacht. Und dieser Mensch entwickelt sich und viele so Sachen. Aber wenn man sich das eben tagespolitisch anguckt, wenn man plötzlich sich die ganze Flüchtlingssache anschaut, dann kriegt das eine viel größere Dimension noch. Und ich denke, man kann mit verschiedenen Blickwinkeln drauf gucken. Also kann das als Kind die kleine Geschichte sehen. Und je mehr man von der großen, weiten Welt glaubt, Ahnung zu haben, umso mehr kann man da drin entdecken. Ich glaube, so würde ich das sehen. Ich würde sagen, für Kinder ab 9, für Jugendliche, für Erwachsene gibt's gar keine Eingrenzung.